schöne Stahlkugeln an die Füße binden. Ein paar Hitpoints. Und ja, dann wander mal schön. Ne? Versuch's wenigstens. Wie sieht's aus? Geht da noch was? Ich glaube nicht. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier in der Welt von Ark Fjordur. Die Sonne geht gerade wieder auf. Es wird langsam wieder hell. Ich habe die ganze Nacht natürlich durchgeschuftet, wie man das so macht hier in Ark. Und habe hier mal unsere erste kleine, schnelle Eingreiftruppe zusammengestellt. Aus so ein paar Megatherien und natürlich Pumba, Schreihals und Monster. Die nehmen wir natürlich auch alle mit. Und ich habe da auch schon so eine Strategie. Ich bin super gespannt drauf. Also müssen wir mal gucken, wann wir dann eigentlich den ersten Boss angehen. Momentan ist es noch ein bisschen früh. Wir nehmen Tiger nicht mit. Tiger ist unsere einzige Shadow Main und ist auch super gut. Wir sollten keine Tiere mitnehmen, um die es uns leid tun würde. Um Pumba und Schreihals wird es mir sehr leid tun. Das heißt, die müssen wir möglicherweise noch ersetzen. Wir gucken mal, ob wir noch einen guten Jutü und eine gute Sau finden. Das wäre natürlich schön. Eine Sau für Pumba. Und für Schreihals brauchen wir dann auch noch eine Schreihälsin, ne? Das wäre natürlich mega, dass wir die nicht aufs Spiel setzen. Aber ich denke, für die ersten Versuche, da sollte das Risiko auch nicht so hoch sein. Da gehen wir dann die Bosse irgendwie auf einfach an, testen das erstmal, ne? Ja, aber bevor wir irgendwelche Bosse angehen, müssen wir erstmal die ganzen Artefakte finden und so weiter und so fort. Das hat ja alles lange Vorlaufzeit in Ark. Das heißt, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen weiter. Und es gibt auch noch viele andere Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen ja immer noch Honig organisieren. Ne? Also wir haben immer noch keine gescheite Honigquelle hier bei uns. Das heißt, da werden wir uns heute mal so ein bisschen drum kümmern, denke ich. Und da oben habe ich auch noch so ein Oviraptor gesichtet. Der war da heute Nacht auf jeden Fall noch unterwegs. Jetzt gucken wir mal, ob der da... Ja, ich glaube, das ist er. Ich wollte ja eigentlich einen guten, ne? Ist im Prinzip egal. Der ist auch nicht super gut, aber der ist auch nicht super schlecht. Der ist irgendwo so zwischendrin, glaube ich. Den nehmen wir jetzt mal mit. Oh, ich muss erst treffen, ne? Wo schießt der denn hin? Was ist denn mit dem Gewehr wieder los? Ich muss das mal wieder einstellen, glaube ich. Ah, das war jetzt wieder schlecht gezielt. Muss wieder ein bisschen üben mit den Darts, ne? Da muss man ein bisschen vorzielen. Aber wieso trifft das nicht? Wie viele verschieße ich denn jetzt noch auf den Oviraptor? Ich habe vorgezielt. War das zu weit vor? Wir machen mal ohne Aiming. Oh, ist der voll hübsch. Ich treffe den? Ich treffe die Katze. Das ist Buggy. Ich treffe Tiger, glaube ich. Kann das sein? Deswegen schieße ich von der Katze immer nicht runter. Die ist ja gerade gegen mich gelaufen. Hey, warte du. Wo willst du hin? Warte auf mich. Ich will jetzt auf jeden Fall treffen. Wir haben genug Darts verschossen. Okay. Ich habe die Katze getroffen. Tiger, du hast jetzt wahrscheinlich 20 Darts in der Mähne stecken, oder? Aber ich habe keine gesehen. Also, vielleicht habt ihr was gesehen. Aber ich weiß, dass die Katzen in der Hinsicht schwierig sind. Die haben eine komische Hitbox. Da müssen wir mal aufpassen. Gut. Und Oviraptoren sind ja nicht so einfach, ne? Oh, der schläft aber lange. Aber die essen Eier. Das heißt, das Zähmen ist nicht so einfach. Ich gebe dem jetzt mal so Archie-Eier. Wäre natürlich cooler, wenn wir... Ja, wir haben Bronto-Eier, ne? Aber mega wenige. Brenda legt hin und wieder mal ein Ei. Die brauche ich eigentlich für Kibbles. Und mir ist es so ein bisschen Schnuppe, wie der auszähmt, weil es ist ein Oviraptor. Der steht in der Basis und verteilt coole Buffs. Das kann der auch mit Level 1. Kommt da jemand? Wer ist das? Ein Teresino! Okay, den können wir mal fix verspeisen, oder? Und dann hoffe ich, dass das mit den Archie-Eiern klappt. Mal gucken, wie viele der braucht. Wahrscheinlich frisst er jetzt alle auf, ne? Er braucht eigentlich nur eins. So, hier ist Ruhe. Und dann gibt es ja direkt bei uns, in dem schönen Wald dort oben, jede Menge so Bienennester. Das heißt, da sollten wir dann theoretisch so eine Bienenkönigin zähmen können. Ich habe schon Blumen eingepackt. Und ich habe auch unseren Spezialisten dabei, Baloo. Der kann uns dann so ein bisschen helfen. Mit dem können wir dann auch schön Honig sammeln. Oh nee, das reicht niemals. Wir brauchen bessere Eier. Ich wusste, dass die schwierig sind. Die sind einfach mega schwierig. Okay, Brenda, tut mir leid. Ich glaube, wir müssen deine Eier verfüttern. Das wird sonst nichts.
Ah, die sind echt ultra schwierig. Was haben wir denn? Und Deinonychus, das ist gar nicht gut. Wir brauchen so ein Bronto-Ei oder sowas. Trike haben wir noch. Das sind die Artidodo. Spino geht natürlich auch. Spino ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wir können natürlich auch so ein Drake-Ei verfüttern. Den 25er. Die sind, glaube ich, gut, ne? Moshops, Kompi, Lystro, Anki ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ein T-Rex-Ei, okay. Ich glaube, Brenda hat gar keine Eier gelegt. Wir brauchen mal einen männlichen Bronto, dass Brenda hier ein bisschen loslegt. Das ist halt fies, ne? Man braucht Eier, um den Oviraptor zu zähmen, der einem dann helfen soll, mehr Eier zu bekommen. Das ist nicht so gut. So, Kollege. Du hast ja schon fast alle aufgegessen. Gib mir mal das Archie-Ei wieder und nimm mal die hier. Kannst dir eins aussuchen. Dann müssen wir ihm die anderen schnell wegnehmen, bevor er die alle wegfuttert. Mann, was ist mit dir los? Das ist so ein winziger kleiner Dino und der zieht sich jetzt ein Bronto-Ei rein oder ein T-Rex oder was wir halt haben, ne? Die Eier sind viel größer als er. Friss jetzt. 94%. Also man muss die schon mit wirklich großen Eiern zähmen, wenn die gut auszähmen sollen. Zum Glück ist es kein Top-Level. Wie sieht's denn aus? Food? Wie viel gibt denn so ein Ei? 100 Food? Wahrscheinlich ist es eiabhängig, oder? So wie ich A kenne. Das ist wieder super kompliziert gelöst. Und? Ja, das ist sicher eiabhängig. Weil das Archie-Ei hätte er schon gefressen. Mal gucken, welches Ei er dann als nächstes frisst. Ob er jetzt auf das Größte wartet und das Rockdrake-Ei dann frisst. Oder ob er vielleicht vorher das Spino-Ei oder das Rex-Ei frisst. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wann er frisst. Ob er überhaupt irgendwann frisst. Wir werden sehen. Vielleicht ist das abhängig von der Eigröße. Ne? Es wurden ja irgendwann die Eigrößen eingeführt. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr die speziellen Eier haben, um Kibbel herzustellen, sondern es reicht, wenn man ein Ei aus der Größenkategorie hat. Zum Beispiel, ich denke mal, Bronto ist ähnlich wie T-Rex oder so. Ne? Ich habe das alles nicht im Kopf. Aber die sind ja jetzt kategorisiert, die Eier. Tremendous. Aber das steht da, glaube ich, auch nicht dabei. Das muss man nachlesen. Das ist alles so kompliziert geworden. Und je nach Kategorie werden die wahrscheinlich unterschiedlich viel Food geben. Und deswegen wartet er jetzt, bis er richtig hungrig ist. 200, 300 Food. Und frisst dann erst die großen Eier. Aber mit ein bisschen Glück braucht er dann nur eins oder zwei. Gut, ich warte mal ein bisschen, ne? Bam! Accept! So, jetzt aber schnell. Nein, der hat alle aufgefressen. Oh Mann, du bist ein Fresssack. Na gut, können wir nichts machen. Ich hab's mir gedacht, der hat sich irgendwie... Also der hat mal eins gegessen, um auszuzähmen, aber da muss ich dann instant die anderen beiden noch nachgezogen haben. Okay, aber wir haben jetzt einen Oviraptor mit Level 139. Das ist doch schon mal gut. Der kriegt so ein bisschen Hitpoints, dass er länger durchhält. Dann kriegt er natürlich noch einen Namen. Du heißt von heute an Eierdieb, weil du mir meine Eier gestohlen hast. Gut, und dann können wir den erstmal einsacken und in die Basis bringen, dass dem nichts passiert. Zumindest ist er schön bunt, ne? Wenigstens etwas. Hat irgendwie so ein türkisblau irgendwas Schnabel und ist knallrot. So mögen wir das. Dann passt er gut bei uns rein. Und dann können wir den zum Beispiel jetzt neben Brenda stellen und hoffen, dass das was wird mit den Eiern. So. Nicht so einfach hier mit dem Fliegen. Fliegen die Katzen. Wollen wir den... Mal gucken, wie die Reichweite ist. Bam. Okay. Und du musst wandern, oder? Musst du wandern? Behavior? Ich glaube, der muss wandern. Müssen wir den wieder vollstopfen? Aber wenn ich... Moment. Wurde das nicht mal geändert? Enable Wandering? Nee. Nee, bleib mal hier. Die Eierbuffs? Wir haben jetzt die Eierbuffs, glaube ich. Ich muss mal wieder das hier einstellen. Im Moment funktioniert's. Wenn wir ihn von Wandering runternehmen. Disable Wandering. Funktioniert's, glaube ich, auch. Nein.
Okay, er muss wandern. Das heißt, wir brauchen entweder einen Hitching Post oder wir geben ihm einfach so ein bisschen Stein oder irgendwas anderes schönes, schweres. Was haben wir denn? Wir hätten Obsidian, Kristall. Kristall ist schön schwer. Gucken, wie viel er tragen kann. Und dann lassen wir den hier so ein bisschen auf der Stelle wandern. Ne? Mit Ballast. Also quasi so ein paar schöne Stahlkugeln an die Füße binden. Ein paar Hitpoints. Und ja, dann wander mal schön. Ne? Versuch's wenigstens. Wie sieht's aus? Geht da noch was? Ich glaube nicht. Okay, wir haben jetzt den Eierbuff. Bei Raijin funktioniert das, bei Brenda nicht. Die muss so ein bisschen näher ran, glaube ich. Oh, mal so. Das sieht gut aus. Und dann haben wir zumindest schon mal so ein bisschen mehr Eier, hoffentlich. Wir haben Bernhard, der legt aber keine Eier. Ach, das ist Brigitte, perfekt. Das heißt, wir kriegen jetzt ein paar mehr T-Rex und Bronto-Eier mit ein bisschen Glück. Schauen, ob das funktioniert. Und unser Raijin wird auch keine Eier legen, ne? Na gut, dann brechen wir erstmal wieder auf. Die Sache mit dem Oviraptor ist gemacht. Und jetzt gehen wir so ein bisschen Honig suchen und schauen, dass wir uns Bienenstöcke organisieren. Das hat nicht ganz gereicht. Und wie gesagt, also hier gibt es ja oberhalb der Basis den Wald. Das ist der Honigwald. Keine Ahnung, wie der heißt. Aber da gibt's Honig. Da vorne, dieser bunte Wald, ne? Bei uns sind auch super viele Bären unterwegs. Aber ich glaube, die sind nicht im Honigwald, sondern das ist nur der Wald hier oberhalb der Basis. Also hier links sind die Bären beim See und so, ne? Und wenn wir den Baum hier wegessen, so, dann kommen wir rüber in den schönen bunten Wald. Und da gibt es überall so Honig. Hier gibt es, glaube ich, Honigsteine. Bei den Bären gibt es auf jeden Fall Honigsteine, ne? Die muss man halt mit der Axt abbauen. Ich sehe jetzt keinen. Ich habe die immer eingesammelt, wenn ich welche gesehen habe. Und hier in dem bunten Wald gibt es dann auch normale Nester. Und die sieht man eigentlich relativ gut mit dem Fernglas, weil die leuchten dann rot. Das ist nicht verkehrt. Da müssten wir eigentlich ziemlich bald eins finden. Ach so, ich habe das Insect Repellent vergessen. Das müssen wir, glaube ich, noch holen. Das ist nämlich wirklich schwierig. Da ist ein Dillo. Mit dem Bienenzähmen. Da ist noch ein Dillo. Wir springen einmal hoch, dass wir was sehen. Da ist ein Bienennest, glaube ich. Da war was Rotes. Also hier gibt es auf jeden Fall Bienennester. Müssen wir halt finden. Jetzt holen wir mal noch das Insect Repellent. Dass wir es uns so einfach wie möglich machen, weil das ist sowieso schon ziemlich schwierig. Das muss man sich nicht noch extra schwieriger machen. Und dann versuchen wir das, dass wir uns da so ein paar Bienenstöcke organisieren. Es gibt auch einfachere Lösungen. Ne? Wir könnten einfach welche herstellen. Mit einigen Mods geht es. Ich glaube, mit der S-Plus-Mod geht es. Ne? Oder mit der Superstructures-Mod. Also wir könnten die auch einfacher herstellen. Aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil das kostet uns dann wieder viele Rare Flowers und so weiter. Das kostet, glaube ich, 250 Rare Flowers. Und das ist dann wieder so ein bisschen zu teuer fast. Wir haben nämlich nicht so viele Rare Flowers. So, ich habe mein Bug Repellent hergestellt. Wir haben auch nicht Chemietisch, ne? Aber ich benutze irgendwie immer noch den Mortar und Bestel die ganze Zeit. Wir haben jetzt auf jeden Fall Insect Repellent. Das nehmen wir mit. Und dann geht es nochmal hoch zu diesem Bienennest. Oh, hier ist ja eins. Ich habe eins gefunden. Perfekt. Dann lassen wir mal unseren Kater hier stehen. Den stellen wir mal hier hin. Nicht zu weit weg. Was ist da? Patchies. Okay, die tun uns nichts. Und dann ziehen wir jetzt unsere Ghillie-Suit an. Ungefähr so. Hauen so einen Bug Repellent drauf. Und dann versuchen wir das, ne? Ich glaube, die mögen Rare Flowers. Die Bienchens. Oh, ich weiß nicht. Das ist schon immer ein bisschen gefährlich. wir könnten vorher... Ah, wir könnten Baloo mal rausnehmen, ne? Vielleicht packen wir mal Tisha weg und nehmen Baloo raus. Mit Baloo könnten wir vorher, glaube ich, noch Honig ernten. Und dann müssen wir den Bienenstock auch noch irgendwie kaputt machen, glaube ich, ne? Das ist auch nicht so gut. Du hattest ziemlich viel Zeug dabei. So, Tisha. Jetzt müssen wir den richtigen Weg quasi finden. Wir nehmen mal so ein bisschen Honig vorher noch mit.
Und so. 15 Honig. Genau, das tut uns nämlich dann auch nichts. Jetzt könnten wir den, glaube ich, auch kaputt machen. Okay, er ist kaputt. Okay, das war wohl der falsche Weg. Oder da waren keine Bienen drin. Ich weiß es nicht. Wir müssen wieder testen. Also, wenn man den mit dem Raketenwerfer zerstört, dann sind, glaube ich, noch Bienen vorhanden, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum Baloo die Biene dann quasi getötet hat. Aber es gibt auch Bienenstöcke, in denen keine Königinnen drin sind. Vielleicht war das so einer. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist wirklich schwierig, an Honig zu kommen, arg. So, seht ihr irgendwo noch einen Bienenstock? Wir haben ja vorhin schon einen gesichtet, da laufen wir jetzt mal hin. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch einen. Hier gibt es auf jeden Fall einige und die stehen alle auf dem Boden, das ist ganz praktisch. Die sind nämlich auch gerne an Felswänden, das ist dann nicht so praktisch. Da ist ein grüner. Grünes Strike. So. Ich glaube hier um die Ecke war der, ne? Irgendwo hier. Ich habe den Bienenstock nicht gefunden, aber da ist ein Rudel Allosaurier. Die tun uns irgendwie nichts. Vielleicht haben die Angst vor Baloo, ich weiß nicht. Oder wir sind noch weit genug weg. Gut, wir bräuchten eigentlich schon einen Flieger, um die zu finden. Das ist jetzt alles nicht so ideal. Ich glaube, mit Baloo funktioniert das auch nicht. Mit Baloo können wir zwar super Honig holen, aber ich glaube, der... Weiß ich nicht. Man müsste halt öfter versuchen, ne? Aber es gibt nicht genug Bienennester, um hier so viel zu testen. Ich glaube, wenn wir den Honig ausleeren, dann sind die Königinnen weg. Und wir wollen jetzt nicht die 5 Honig, die sind nicht so wichtig. Wir wollen eigentlich die Königin. Deswegen sind wir ja hier. Na gut, ich suche mal noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich sattel erstmal um, weil so wird das richtig schwierig. So, Bug Repellent ist noch drauf. Wir versuchen es einfach mal mit der Katze. Können wir das Ding zerlegen? Zerlegt. Jetzt haben wir gar keinen Honig und da war wieder keine Königin drin. Was ist denn los? Muss ich das jetzt von Hand machen? Da ist ein Raptorrudel. Jetzt räumen wir mal auf. Da sind Hyänen. Skorpione. So ein bisschen unentspannt hier. Aber hier gab es eh keinen Honig mehr. Ich glaube, wir müssen wieder weiterziehen. Von hier oben sieht man die Nester einigermaßen. Aber die Bäume sind halt auch rot, ne? Das ist nicht ganz so einfach zu sehen. Ja, also sieht so aus, als würde das auf Yodo nicht funktionieren. Wir wurden ja auch nicht von den Bienen angegriffen. Eigentlich, wenn man die Nester beschädigt, greifen die einen sofort an. Das war auch sehr komisch. Von dem her gehe ich davon aus, dass es auf Yodur keine Bienenköniginnen gibt und die Nester alle ungefährlich sind. Wir brauchen also auch keinen Bug Repellent oder Ghillie-Suit oder so. Wir gehen einfach mit Baloo durch die Wälder und räumen die Bienennester aus, lassen die stehen und können dann später nochmal durch den Wald ziehen und die nochmal ausräumen. Das dauert, glaube ich, irgendwie eine Stunde oder so, bis die wieder Honig liefern. Und dann gibt es halt diese coolen Honigsteine, die kennen wir ja schon, haben wir schon öfter abgesammelt. Also hier gibt es eigentlich genug Honig, aber so ein eigenes Nest könnt ihr euch hier nur mit Hilfe von Mods organisieren. Wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, wir haben nämlich Superstructures drauf. Und die Superstructures Mod bietet die Möglichkeit, so ein Beehive herzustellen. Mit 50 Honig und 250 Rare Flowers, das ist halt ein Problem für uns, ne? Wir haben jetzt zwar so viel rumliegen, aber jetzt halt nicht mehr. Das ist halt echt teuer. Aber gut, wir wollen natürlich so ein schönes Bienennest. Und das ist dann, glaube ich, auch friedlich. Das heißt, man kann jederzeit Honig holen, ohne dass einen die Bienen auffressen. Das ist auch ganz nett. Bei den normalen Arkbienen ist das nicht so der Fall. Da braucht man dann wieder Bug Repellent und Ghillie Suit und muss hoffen. wo stellen wir das Ding denn hin? Vielleicht hier vorne. Ich glaube, da ist noch eine Ecke frei. Neben dem Klohaus oder so. Das dauert ja ewig. Mach mal fertig jetzt. Ein bisschen pumpen. Das sieht schon cool aus, oder? Wir können ja so lange mal kurz auf den Topf gehen.
Dünger ist ja auch wichtig, ne? So. Jawohl. Kühl nicht vergessen. Flasch. Jawohl. Haben wir wieder ein bisschen Dünger. Und dann kommen hier noch die Bienen raus. Die stellen wir jetzt einfach mal, ich glaube, da direkt daneben. Können Sie hier dazwischen stellen, ne? War so ein bisschen eng. Oder hier? Hey du, Randalf, geh mal so. Randalf ist echt hübsch. Stell dich mal vor den Baum. Randalf muss ein bisschen Platz machen. Und dann können wir hier das Bienennest daneben stellen. Randalf, hast du da schon wieder hingemacht? Bam. Super cool. Die brauchen jetzt auch wieder Rare Flowers. Das heißt, wir holen mal so ein paar. Und dann stellen die ja für uns Honig her. Das heißt halt, wir müssen immer Rare Flowers sammeln. Aber das ist ganz normal. Die Bienen, die mögen Rare Flowers. Und das ist halt so. Ich weiß auch nicht, warum. haben wir da noch welche? Rare Flowers? Da sind welche. Okay, wir hätten sogar noch genug für ein zweites Nest. Ich denke, wir nehmen jetzt erstmal das eine, gucken, wie viel Honig dabei rumkommt. Und eventuell stellen wir dann später noch ein weiteres mit hin. Aber ich glaube, wir haben jetzt momentan erstmal genug Honig. Wir brauchen das jetzt nicht speziell für irgendwas außer... Ja, für so ein paar Dinge braucht man das schon, ne? Momentan nicht so dringend. Gut, dann haben wir erstmal für Honig gesorgt. Ja, für Veggie-Cakes und für manche Kibbles braucht man Honig, ne? Zum Beispiel. Und jetzt würde ich sagen, bereiten wir uns noch so ein bisschen vor und gehen dann mal in die Eishöhle. Wir haben ja so eine richtig coole Eishöhle entdeckt und sind da zwei Schritte rein und dann wieder raus, rückwärts, ganz schnell. vielleicht können wir da auch so ein bisschen länger, vielleicht halten wir auch so ein bisschen länger durch. Mal gucken. Wir haben ja schon so ein paar Fellrüstungsgegenstände. Das sind aber alles, glaube ich, die normalen, ne? Also die sind noch nicht irgendwie bufft oder toll. Wir haben, glaube ich, noch keine gute Fellrüstung gefunden. Wir haben nur so eine ganz normale. Immerhin schon mit Skin drauf, ne? Und vielleicht sollten wir eine Ersatzrüstung mitnehmen? Ich weiß nicht recht. Grappling Hooks? Aber ich glaube, wir gehen mit Dino rein. Ich werde trotzdem Munition einpacken. Wir schauen mal, wie es mit Tiger aussieht. Ob Tiger die Höhle packt. Aber ich glaube nicht. Wir müssen halt mal schauen. Tiger ist auf jeden Fall unser stärkstes Tier in der Größenordnung. Einen T-Rex können wir da nicht mit reinnehmen. Das heißt, wir starten mal mit Tiger und gucken dann, wie weit wir kommen. Und wenn Tiger nicht mehr mag, dann ist es halt an uns, ne? Wir stellen uns auch mal so ein bisschen warme Suppe her. Dass wir da vielleicht so ein bisschen länger durchhalten. Achso, das läuft schon alles gut. Consumables, Crafted Foods. Wie wäre es mit so ein bisschen Freer Curry? Da könnten wir uns einiges herstellen. Da sollten wir auch genug dafür haben. Stellen wir mal 10 oder so her. Nee, das will ich eigentlich nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt stellt er wieder Medical Brew her. Weil da irgendwas drin ist, was da nicht reingehört. Narkotik brauchen wir aber. Tinto Berries vielleicht. Nehmen wir die mal raus. Aber, ja doch, das passt. Gut. Alles klar. Jetzt können wir gemütlich herstellen. Die Tinto Berries haben da drin nichts verloren. Brauchen wir irgendwelche Beeren dafür? Nur Measures, okay. Dann können wir die anderen einfach mal mit rausnehmen. So. Und hier vorne reinpacken. Die Dinos haben schon wieder alles aufgegessen. Jetzt haben sie wieder so ein paar Beeren zum Auffuttern. Ach, das passt ja wieder nicht. Na gut, dann lassen wir die Stims halt da drin. Man sollte nie was im Kochpot lassen, sonst bekommt man immer Dinge, die man eigentlich nicht haben wollte. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Medical Brew ist ja nicht verkehrt. Die Suppen. Da kommen noch ein paar. Jetzt sehen wir wieder nicht, wie viele noch kommen, ne? Selber schuld. Einmal den Topf verlassen. Dann warten wir noch kurz ab, bis der fertig ist. Und was nehmen wir denn dann noch mit? Also ich denke, das Wichtigste ist eigentlich Munition. So ein bisschen was zum Warmbleiben. Ein bisschen was zum... Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Viel Munition auf jeden Fall. Also da sollten wir noch so ein bisschen was einpacken. Vielleicht nehmen wir einen Raketenwerfer mit. Aber der ist immer gefährlich, ne? Meist erwische ich mich dann doch wieder nur selbst. Wir könnten auch einen Satz Granaten einpacken. Das wäre auch ganz cool. Aber auch die sind super gefährlich. Grappling Hooks. Noch so eine extra Portion. Wir haben halt so ein paar, ne? 8 Stück.
Ich denke, das muss dann erstmal reichen, oder? So, noch mehr Grappling Hooks mitnehmen. So, früher Curry. Vielleicht packe ich einfach noch ein paar Grappling Hooks mit ein. So ein bisschen Munition. Und dann können wir im Prinzip aufbrechen. Ich glaube, ich packe auch noch eine Ersatzrüstung ein, ehrlich gesagt. Die Ghillie-Rüstung kann ich jetzt mal hier lassen für einen Moment. Aber ja, lassen wir die mal da, weil die brauchen wir definitiv nicht in der Eishöhle. Wir brauchen noch eine Ersatzrüstung, so ein paar Grappling Hooks. Der Crossbow sieht ja noch gut aus, oder? Müssen wir irgendwas reparieren? Ich denke, wir sollten die Waffen noch vorher reparieren. Crossbow sieht gut aus. Okay. So, damit wären wir dann im Prinzip erstmal startklar. Mal gucken, wie weit wir kommen und was ich dann alles vergessen habe. Wir werden sehen. Ich bin super gespannt auf die Ice Cave. Das ist, denke ich, mit Abstand das Gefährlichste, was wir bis jetzt gemacht haben. Das ist wahrscheinlich gefährlicher als der Bossfight hier gegen die Riesenhummel, die wir bei uns in der Gegend gemacht haben. Das ist gar nicht weit von hier gewesen. Ne? Die ist nur ein paar hundert Meter weit weg, die Höhle der Riesenhummel. Die Eishöhle ist ein bisschen weiter weg und die ist, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich. Also das letzte Mal, was wir da reingeguckt haben, das war schon nicht ohne. Da gibt es jede Menge Yetis und so ein Zeug. Mal gucken, wie Tiger sich schlägt und mal gucken, wie ich mich schlag. Und ich hoffe, wir finden da drin so ein paar gute Artefakte. Wir werden sehen. Für heute war es das erstmal aus der Welt der Dinosaurier. Ich hoffe, euch hat die Ark-Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.